alternative Strategie für uns, das haben wir noch nie gemacht. Startaufstellung für den Grand Prix von Singapur. Pole Position heute im Nachtrennen für Fernando Alonso. Lance Stroll kommt dann direkt auf Platz 2. Die McLaren sind wieder zurück an der Spitze, so wie es hier scheint. Zumindest in diesem Rennen. Auf Platz 3 folgt dann, müssen wir kurz abwarten, Sainz vor Russell auf der 4. Dann auf der 5 Norris vor Hamilton. Wo kommen endlich wir? Perez auf der 7, Gasly auf der 8, Leclerc auf der 9, Ocon auf der 10. Kein Alibaba Racing Bulli in den Top 10. Verstappen mit einer Gridstrafe auf Rang 11, Magnussen auf 12 vor Lawson und Piastri. Dann erst kommen Albon und wir. Albon mit einer Strafe, wir allerdings nicht. Schumacher hinter uns, dann Guan Yu, Drogovic und Schwarzman und ganz hinten Tsunoda und Latifi. Und damit Servus und herzlich willkommen zu F1 22, My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Singapur. Ganz, ganz schlechtes Qualifying für Alibaba Racing. Albon zwar in den Top 5 gewesen, aber mit einer Gridstrafe jetzt auf Rang 15. Und wir haben es nicht aus Q2 heraus geschafft, weil ich in Q2 das Auto in die Bande gesetzt habe. Ich habe es oben eingeblendet. Was für ein schlechtes Qualifying. Wir hatten leider gar keinen frischen Satz weiche Reifen, weil ich die alle schon im ersten Qualifying-Segment verbraucht habe, weil auch da es nicht so ganz zusammengelaufen ist. Ich glaube, wir haben nicht die perfekte KI-Stufe erwischt hier in Singapur. Und außerdem ist es auch alles andere als meine Lieblingsstrecke. Sehr herausfordernd auf jeden Fall. Außerdem habe ich so ein bisschen mit einem kleinen Ruckeln zu kämpfen, nachdem ich meinen PC neu aufgesetzt habe. Ich hoffe, man sieht es nicht allzu sehr auf den Videos, aber da muss ich auf jeden Fall noch irgendwie in die Feinjustierung gehen und gucken, was da das Problem ist. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Trotzdem geht es jetzt hier gleich in das Rennen. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung wir hier vorangehen, beziehungsweise ins Rennen gehen sollen. Zwei Stop soll ähnlich schnell sein wie eine Einstop. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde hier sogar ein bisschen was riskieren wollen. Und zwar tatsächlich eine Einstop, aber dann auf die Medium-Reifen zu gehen. Also erst einen schnellen Stint mit den weichen Reifen, da hoffentlich ein paar Leute überholen und dann einfach in aller Ruhe einige Runden drehen auf den Medium-Reifen oder vielleicht auf den harten, das müssen wir mal gucken. Das ist zwar geplant langsamer, aber ja, wir müssen einfach mal irgendwas riskieren von da hinten, weil ich weiß nicht, ob wir irgendwie eine Chance haben, allein durch die Rennpace nach vorne zu kommen. Ja, ganz schlechte Ausgangslage für uns, wenn wir noch in der Konstrukteurs-WM an Mercedes rankommen wollen. Es sind ja nur noch wenige Rennen in dieser Saison. Aber trotzdem versuchen wir natürlich alles irgendwie in diesem Rennen nach vorne zu kommen. 31 Runden Singapur stehen uns bevor. Ich hoffe, dass wir mit den leichten Reifen gleich einen guten Start haben werden. Die Ampel lag ja auf Rot. Ja, kein so guter Start. Albon hingegen kommt richtig gut weg. Da können wir noch nicht irgendwie nach innen reingehen. Hier vielleicht. Aber es wird ganz eng mit Piastri. Aber Albon passt auf und lässt uns hier durch, weil wir mit den besseren weichen Reifen vielleicht gleich angreifen können. Ja, gegen die beiden Williams hier. Wir gehen direkt auf die Innenbahn. Und wir schieben uns durch gegen Piastri. Gutes Manöver. Können wir vielleicht gleich an Lawson vorbei. Immer einen Tick später bremsen und uns da breit machen. Gute Startphase. Wir nutzen das gerade aus, dass wir auf den besten Reifen sind. Start von Runde 2 und wir sind gleich sehr nah dran an Magnussen. Können wir da gleich den Angriff wagen. Vielleicht jetzt hier, wenn wir gut rausbeschleunigen, aber das war nicht perfekt getroffen. Trotzdem haben wir Überschuss ERS und Windschatten. Und dann können wir uns hier gleich auf die Innenbahn setzen. Magnussen verteidigt hart. Aber da hat er keine Chance vorbei und da wird schon auf Platz 12. Vielleicht geht die Strategie wirklich so ein bisschen auf. Die Lücke zu Verstappen und Gasly direkt geschlossen und da werden wir gleich DRS haben, aber natürlich Verstappen und Gasly auch. Trotzdem, wie gesagt, bislang läuft das Ganze so, wie ich mir das vorgestellt habe und die Reifenabnutzung ist, ja, gar nicht allzu hoch. Es geht eigentlich. Ja, es wäre natürlich für unsere Strategie gut, wenn wir an der Kampfgruppe vor uns irgendwie vorbeikämen. Wird sich aber nicht allzu einfach gestalten, weil da einfach Verstappen hier als Hintermann da ist und wahrscheinlich ziemlich gut verteidigen wird. Wobei wir jetzt sehr nah dran sind, wenn wir hier gut rausbeschleunigen. Ja, nicht perfekt gemacht. Ja, das schafft man leider nicht in dieser Runde, so wie es scheint. Außer wir versuchen den Mut-Überholmanöver, aber
sind wir hier ganz schön nah dran und versuchen das Überholmanöver gegen Verstappen und es hat funktioniert. Wahnsinn, super Überraschungsmanöver an der Stelle. Ein Platz haben wir gut gemacht, Tsunoda scheidet aus, gibt es jetzt eine Safety-Car-Phase. Da müssen wir Fahrtreifen wechseln. Sehr nah dran an Gasly, können wir vielleicht außenrum Druck aufbauen? Nein, da kommt man nicht vorbei hier an der Stelle. Wir bekommen sogar noch eine Verwarnung, obwohl wir nicht wirklich einen Vorteil uns verschafft haben. Aber vielleicht können wir jetzt den Angriff wagen. Da sind wir wieder sehr weit weg. Aber trotzdem könnte es vielleicht reichen, wenn Gasly nicht selber angreift. Er greift außenrum an. Gegen Leclerc, da gibt es den Kontakt. Er geht vorbei. Und wir können vielleicht den Angriff gegen Leclerc auch noch hier in dieser Kurvenkombination setzen. Sehr, sehr gut ausgenutzt. Auch wenn die weichen Reifen nur zu 28% abgenutzt sind, wird es jetzt langsam schwierig, die Pace mitgehen zu können. Gasly fährt einen Tick schneller als wir und auch Verstappen von hinten, der mittlerweile an Leclerc vorbeigegangen ist, holt leicht auf. Und da trotzdem, finde ich, ist unsere Strategie auf jeden Fall aufgegangen, weil wir sind ja schon am Ende unseres Stints so langsam und haben einige Plätze gut gemacht. Und wenn wir jetzt auf Medium-Reifen wechseln und dann in aller Ruhe unsere Runden drehen, dann hoffe ich sehr, dass wir da nicht mehr nach hinten durchgereicht werden, wenn dann nachher die Reifenvorteile der anderen kommen, beziehungsweise ist die Frage, ob die überhaupt kommen, denn die werden wahrscheinlich auf harte Reifen wechseln. Also müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wenn wir hier fast den Fehler machen, zu früh aufs Gas gegangen, wirklich vorsichtig jetzt. Der Zeitverlust nach vorne jetzt enorm, deshalb kommen wir wie geplant in Runde 9 an die Box und hoffen, dass unsere Strategie so aufgeht, wie wir das gedacht hatten. Einmal als allererster hier rein. Alternative Strategie für uns, das haben wir noch nie gemacht. Mit weichen Reifen gestartet, als allererster an die Box und jetzt die Medium-Reifen aufziehen, so ähnlich wie das Alonso schon hier und damals zum Sieg verholfen hat. Schauen wir mal, ob unsere Jungs hier problemlos den Stop hinbekommen. Das sieht gut aus, 2,3 Sekunden. Und dann fahren wir jetzt gleich hinter dem Feld her und ich hoffe, dass wir da nicht allzu schnell aufschließen und nicht noch überholen müssen. Also schneller als die Underdogs sind wir alle mal. Wir haben jetzt gute 5 Sekunden aufgeholt in 2 Runden auf Latifi vor uns. Auf Schwarzmann ist es, aber die haben auch vorne Zhou Guan Yu. Und da scheint mir so, als ob der ein technisches Problem hätte, denn davor ist eine Riesenlücke zu den beiden Williams. Deshalb kann es gut sein, dass das jetzt hier nicht ganz vergleichbar ist. Und das ist eher ein Problem für uns, weil wir dann eventuell Probleme haben werden, hier vorbeizugehen an der Gruppe. Schwarzmann hier ist sehr langsam. Da können wir vielleicht den Angriff wagen, hier in die Hanan-Kurve hinein. Und das war tatsächlich mit Erfolg gekrönt. Wundert mich, aber die sind gerade wirklich von der Pace her sehr, sehr schlecht unterwegs. Drugovic hier mit einem riesen Quersteher. Können wir da vorbeigehen infolge des Fehlers mit DRS? Er hat auch DRS, aber wir sind deutlich schneller hier auf der Geraden. Gutes Manöver gegen Drugovic. Da kommen wir sehr gut raus hier gegen Latifi. Können wir da direkt vorbeigehen? Wir gehen hier auf die Innenbahn. Vorbei. Sehr gut. Und jetzt auch noch Zhou Guan Yu. Am besten gleich hier innen reingehen. Nein, das schaffen wir nicht. Zhou Guan Yu hier sehr langsam. Vielleicht können wir da einen Überraschungsangriff wagen. Ja, er lässt uns durch. Sehr gut gemacht. Ja, das ist keine neue Info, wenn ich ehrlich bin. Der ist jetzt schon 3 Sekunden hinter uns. Wir haben ihn gerade erst überholt. Jetzt kommen die ersten Boxenstops derer, die auf Medium-Reifen gestartet sind. Zum Beispiel Albon kommt rein und auch einige andere. Und da wird es schon wahrscheinlich ein bisschen spannend werden, wenn wir nach 5 Runden gerade mal 10% Reifennutzung haben. Das sieht wirklich gut aus, was unsere Strategie betrifft. Kommt da jemand vor uns raus? Ja, es ist Verstappen. Der hat nochmal ein bisschen gut gemacht. Wir sind da einfach ein bisschen festgesteckt. Schade. Aha, das ist nicht ganz perfekt gelaufen, aber wir sind, denke ich, effektiv gesehen trotzdem auf dem Punkteplatz. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwie uns nach vorne arbeiten können oder ob wir uns mit Platz 9 oder 10 zufrieden begeben müssen an der Stelle. Die nächsten Boxenstops und wir haben DRS durch Verstappen. Die Frage ist, wo kommt zum Beispiel Gasly raus? Aber der war ja deutlich vor uns. Der kommt auch hier wieder vor uns raus. Also, ja, strategisch nicht schlecht, aber auch nicht wunderbar. Die Frage ist, ob die Medium-Reifen tatsächlich jetzt schneller sind als die harten Reifen.
Ich fürchte aber, dass wir gegen Verstappens Pace, wenn er niemanden vor sich hat, nichts ausrichten können, weil wir ja doch gesehen haben, dass wir an sich nicht so schnell sind wie die Vordermänner. Ja, nachdem dieses Vorbeisetzen durch den früheren Stop leider nicht funktioniert hat, schwinden auch so langsam die Hoffnungen auf Punkte, denn Gasly und Verstappen vor uns sind tatsächlich schneller. Wir sind fehleranfällig, wie man hier gerade gesehen hat, das war richtig nah dran an der Bande. Ja, ich glaube, dass wir uns das abhaken können, denn ja, ich habe nicht bedacht, dass ja beide Alpine auch in den Punkten aktuell sind. An denen müssen wir vorbei, um irgendwie auf Platz 9 am Ende zu sein. Und Verstappen muss auch erstmal an denen vorbei. Und es sieht so aus, als ob die tatsächlich schneller sind. Und das mit harten Reifen, das ist krass. Das ist wirklich krass. Aber ja, Singapur ist kein einfaches Pflaster. Schade drum. Ja, das Rennen ist ein wenig deprimierend, wenn ich ehrlich bin. Wir schaffen es nicht, vorne dran zu bleiben. Und nur wenn wir keinen Fehler machen, dann ist der Abstand zu Leclerc hinter uns konstant. Sonst holt der auch ein bisschen auf. Also von der Pace her einfach kein gutes Rennen für uns. Und strategisch haben wir was probiert und das hat sich leider nicht ausgezahlt. Platz 11 vor uns und wir haben noch ja, 9 Runden ungefähr vor uns. Die Frage ist, ob wir nochmal irgendwie was probieren. Denn wir bekommen nur dann Punkte, wenn vor uns einer ausscheidet oder sich jemand in die Karre fährt oder sonst was passiert. Ja, deshalb habe ich mir überlegt, wir haben hier noch offensichtlich einen verwendeten Satz weicher Reifen. Ich schätze mal, das ist der aus dem Qualifying, der irgendwie 2-3 Runden drauf hat. Wenn wir den aufziehen, noch für die letzten 6 Runden oder sowas, dann haben wir nochmal die Chance vielleicht, wenn es eine Safety-Car-Phase gibt, oder wenn irgendwie doch noch was passiert, aufzuholen. Wir werden zwar 2-3 Positionen verlieren, zum Beispiel wahrscheinlich auch an Albon. Ich weiß gar nicht, wie viel man in der Box verliert, aber wahrscheinlich mindestens 20 Sekunden. Aber ich denke, ja, wenn wir noch irgendeine Chance auf Punkte haben wollen, dann sollten wir das tun. Und urplötzlich ändert sich da doch meine Strategie, denn auch wenn wir nach hinten Zeit verlieren, nach vorne gewinnen wir ein bisschen Zeit. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Da vorne scheint irgendein Auto langsam zu sein. Ich glaube, der Ferrari, wenn man auf die Karte guckt, der hat jetzt auch schon einen großen Abstand zum Mercedes davor. Da gibt es wohl einen technischen Defekt irgendwo. Wir holen nämlich einen großen Schritt nach vorne auf, weil die KI es irgendwie nicht schafft, Leute mit einem technischen Defekt zu überholen. Das haben wir ja schon bei Zhou Guanyu am Anfang gesehen. Und auch wenn wir uns hier wirklich um die Ecken schleppen und dabei viel Zeit nach hinten verlieren, können wir vielleicht nach vorne doch ein bisschen aufholen. Ja, und obwohl da vorne der technische Defekt ist, ist jetzt der Abstand wieder konstant. Es ist aber tatsächlich der Ferrari, denn davor die beiden Mercedes und der Red Bull von Perez müsste das sein auf der Karte. Die sind da schon vorbeigegangen und sind jetzt deutlich weiter vorne. Jetzt da vorne ist wohl auch Ocon vorbeigegangen, darum hat sich es nochmal ein bisschen hier eingestaucht. Wir haben also doch noch eine minimale Hoffnung. Da vorne geht gleich Gasly vielleicht durch am Ferrari. Das kostet natürlich Zeit, in solchen Ecken nebeneinander zu fahren. Von wegen konstanter Abstand. Wir sind dran jetzt. Wir haben also noch die Chance, da an dem Ferrari vorbeizugehen, der offensichtlich technische Probleme hat. Das ist Lando Norris. Der ist auch so ein bisschen ein Pechvogel in dieser Saison. Ja, die erhoffte Action ist bislang ausgeblieben. Entweder ist das technische Problem da vorne bei Norris behoben worden aus der Distanz, oder er kann sich jetzt im DRS von Esteban Ocon wehren gegen die Angriffe von hinten. Auf jeden Fall scheint es so, als ob wir dann nicht mehr aufschließen können. Schade. Ja, absolut frech von Norris, dass er uns da nochmal Hoffnung gemacht hatte erst. Jetzt hat er sich nämlich wirklich wieder recovered, ist wieder vorbeigegangen an Ocon, der jetzt selber so ein bisschen einbremst. Aber nicht genug, dass wir nach vorne noch was ausrichten können. Währenddessen ist Albon fast an uns dran. Also wirklich von der Pace her kein gutes Rennen und dann natürlich auch von der Strategie schwierig. Die Reifen zwar nur 47% abgenutzt, aber es fühlt sich an, als wären die uralt. Leider keine Punkte für uns heute in Singapur. Okay, pick up rubber and bring it home. Boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught.
Ja, schauen wir uns noch kurz das Ergebnis an. Fernando Alonso gewinnt und zwar irre dominant. 40 Sekunden Vorsprung vor Carlos Sainz. Unfassbar. Und am Ende über eine Minute vor uns. Da wäre niemand rangekommen. Echt krass. Stroll wird dann Dritter, verliert den zweiten Platz knapp. War das ganze Rennen aber dran am Ferrari. Perez wird Vierter, holt einige, ja, macht einige Punkte gut hier. Russell und Hamilton auf 5 und 6 vor Norris und Ocon und Gasly. Verstappen mit einem Punkt und wir und Albon leider heute punktlos. Und damit reißt auch die Serie von Albon, der jetzt in den letzten 8 Rennen oder so gepunktet hat. Ein bisschen schade, aber ja, es ist einfach für mich eine sehr schwierige Strecke und man sieht einfach, dass die KI sich auch schwer tut, hier zu überholen. Und dann ja, war das natürlich ein strategisches Wagnis heute, aber ich glaube, aus eigenen Kräften hätten wir es auch nicht wirklich in die Top 10 heute geschafft. In der Rangliste ändert sich nicht allzu viel. Sainz geht durch diesen zweiten Platz sogar vorbei an Stroll. Sehr, sehr knapp. Sainz jetzt auch mehr Punkte als Norris. Der hat in den letzten Rennen ganz schön viel Punkte da geholt und ist jetzt neuer Vierter. Tatsächlich ist Ferrari hier also auch deutlich besser unterwegs als Mercedes, aber das wissen wir ja schon von den letzten Rennen her. Für uns war das trotzdem ein kleiner Rückschlag hier in der Konstrukteurs-WM, die wir uns jetzt gleich anschauen, denn ja, aus den irgendwie 60 Punkten Rückstand oder 50, die wir hatten auf Mercedes, sind jetzt plötzlich wieder 80 geworden, knapp. Ja gut, dann waren es vorher 60, glaube ich. Ja, nee, Moment, die haben ja hier einige Punkte geholt heute. Ja, 18, gut, dann waren es vorher ungefähr 60, das passt also von der Rechnung hier. Schade, mal gucken, ob wir das noch irgendwie drehen können. Ich hoffe es zumindest. Mal gucken, um das noch drehen zu können, müssten wir jetzt in den letzten 5 Rennen nochmal richtig Gas geben. Und da sind ja noch so ein, zwei Grand Prix dabei, die mir so gar nicht taugen. Vor allem USA wird sehr schwierig, denke ich mal. Müssen wir mal schauen. Jetzt gucken wir hier aber erstmal, ob wir irgendein Teil auswechseln müssen. Ja, das Getriebe. Sollten wir dann nochmal wechseln. Das wird eine Gridstrafe geben, leider. Ich hoffe, dass das dann ja, jetzt Japan noch übersteht. Außer wenn wir dann richtig schlechtes Qualifying haben, dann würde ich es da schon wechseln. Aber sonst plane ich mal damit, das in den USA zu wechseln, weil wir da in aller Regel eh nicht allzu weit vorne stehen im Qualifying. Und dann mal gucken, was noch so passiert. Jetzt schauen wir aber erstmal hier, was wir noch vor uns haben. Ganz kurz Zeit für Teamaktivitäten. Machen wir gleich das Zweitfahrertraining. Das hilft doch immer. Und hier sehen wir direkt eine Rücktrittserklärung. Wahnsinn, die kommt jetzt hier gerade so reingeflattert. Kleine Überraschung. Lewis Hamilton zieht sich zurück. Ich bin ja mal richtig gespannt, wer ihn da bei Mercedes ersetzen wird. Ja, also diese Saison läuft für ihn jetzt nicht super schlecht, aber Russell hat auf jeden Fall die Nase vorne und zwar relativ deutlich mit knapp 50 Punkten und er hatte nur einen Podiumsplatz, der liebe Lewis. Naja, es wird langsam Zeit für ihn scheinbar. Gut, wir schauen trotzdem noch, was hier noch passiert. Ein Ereignis. Ja, bisschen Geld für einen kleinen Rabatt, warum nicht? 50.000 Dollar ist jetzt nicht allzu viel, würde ich sagen. Und dann können wir noch nach vorne spulen bis zum 6. Hier kommt noch unser Teil an, MGUH, Strapazierfähigkeit. Und dann denke ich, war es das auch schon wieder. Wie gesagt, wir wollen ja Ressourcenpunkte ansparen. Die Top 5 ist ohnehin gleich aktuell unterwegs. Nur, dass wir vor Alpine bleiben. Das sollte doch im Rennen möglich sein, nicht so wie in Singapur. Von daher würde ich sagen, können wir das Video für heute beenden. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Sorry, dass es heute keine Punkte wurden. Ich hoffe, dass wir in Japan wieder in die Top 5 fahren können. Sowohl Albon als auch meine Wenigkeit. Wenn ihr wissen wollt, wie es im nächsten Rennen läuft, einfach dranbleiben, nächstes Rennen gucken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.